Hallo, ich bin jetzt gleich, ich werde jetzt gleich abgeholt. Und zwar fahren wir heute zur Messe in Berlin, zur Bastel- und Kreativmesse. Und ich bin schon total aufgeregt und ich nehme euch da mit. Wir fahren jetzt gleich los mit dem Auto und dann fahren wir mit dem Zug. Und dann werden wir uns auf die Messe. Eine ganze Menge auf. Was haben wir hier? Annette, hier haben wir Agatha. Ja, zeig mal. Guck mal. So, die haben wir jetzt haben gekauft. Wir schon Agatha. Vier Teile für 10 Euro. So, hier haben wir noch ein paar Stempel mit Glitzer. Für die Glitzerfans. Stempel. Na Mutti, hast du was gefunden? Ja, ich bin noch nicht so richtig fündig geworden. Ja, dann such mal weiter. Es sind jedenfalls viele schöne Sachen hier. Hier haben wir ganz viele Stanzen. Ich nehme ganz Stanze von einem Schmetterling oder einem Blumen. Ich habe ja einen Schmetterling. Ein Stück. Zwei Stück. Machen wir drei Stück. Und noch ein extra, so vier Lagen aufeinander, das ist das Maximum. Mach das so ein bisschen in die Ecke. Normal, wie macht das fest mit einem Kleber. Und jetzt, wie macht das mit einer Niete, sowieso in die Mitte von dem Schmetterling. Nehmen wir die Stift, die ist eine kleine Magnet versteckt. Nehmen wir so eine Niete, sorgen wir, dass die mit den Punkten nach oben stehen. Und die festpacken. Nur einfach nach unten drücken. Die Flügel ein bisschen aufbiegen, ein bisschen Liebe dazu und klar. Super. Haben wir Geburtstag, alle wollen Geld haben. Nou, so ein Nacktumschlag ist natürlich auch nicht schön. Was machen wir jetzt? Mach das ganz einfach an Innenseite für die guten Freunde. Haben wir gar keine Freunde, machen wir das an der Außenseite. Ja. Jetzt machen wir das für die guten Freunde an Innenseite, dreh das um. Ich habe hier mit Papier gearbeitet, aber geht auch mit Stoff oder Filz oder Mousse. Ich habe hier Muschgummi, ein Stück, zwei Stück, drei Stück und noch ein extra, so vier Lagen aufeinander, das ist das Maximum. Mach das so ein bisschen in die Ecke, so wie die Mitte von den Blumen wieder. Nehmen wir wieder den Stift, Punkte nach oben, fast packen wie ein normaler Stift. Einfach nach unten drücken und klar. Ein bisschen Liebe dazu, nur ein bisschen, brauchst du mehr, hast du meine Karte. Ja, genau. Dankeschön. Bitte sehr. Guckt euch mal diese süße Karte an. Total niedlich. Haben wir ganz kleine Stempelblöcke. Super süß. Leute, es ist so komisch hier zu füllen, wenn hier so viele Leute sind. Stanzen ohne Ende. Ja, Stanzen macht Herzenslust. Kleine Nippelsachen. Die Teile kosten alle 1,50 Euro. Glaube ich jedenfalls.
obwohl hier ziemlich viele, also ziemlich große drin sind. Sieht aber aus, als wenn die alle 1,50 kosten. Das zeige ich euch mal. Neue Weihnachtsbäume. Ich glaube, so einen habe ich auch noch nicht. Ich gucke ja immer nach so kleinen Sachen. Weihnachtsmänner. Engel. Engel, Engel, Engel. Jetzt ist wirklich die Weihnachtszeit angerückt. Da unten auch noch alles voller Engel. Und Weihnachtsmänner. Aber guckt mal, jetzt hier bezahlt ihr für einen Teil 50 Cent. Und für so einen riesen Sack voll, ich glaube, da sind 10 Stück drin, bezahlt ihr 1,50. Da muss man wirklich gucken, ob man dann doch mehr nimmt. Das finde ich auch ganz niedlich. Mal gucken, was ich nachher alles kaufe. Ich filme erstmal für euch ein bisschen rum und dann schaue ich, was ich dann kaufe. So, Ideen mit Herz hat immer super tolle Sachen. Schaut euch mal dieses Glitzer an, das ist doch der Hammer. Total geniales Glitzer, guckt euch das an. Super schick. Total schick. Richtig glitzerig. 10 Farben, also je 5 Meter. Ich habe gedacht, das ist ein bisschen mehr, aber das Klebeband ist ein bisschen dicker und dadurch sind es 5 Meter. Hier haben sie nochmal so uns hier. Also hier kann man ein bisschen eine Klatsche kriegen, wenn man hier... Mega, mega schön. Gerade bei Ideen mit Herz ist ja hammer, hammer viel. Das finde ich auch schön, da hatte ich auch schon meine Farbe. Aber die waren dünner gewesen. Ich hatte hier ich so... Ich denke mal, die sind schön. Die sind echt... Hier stehst du. Da stehst du lange, wenn du überhaupt bezahlen willst. Ja. Das ist Glück. Was sind denn das? Zauberfolien. Jetzt schon an Ostern denken. Oder habe ich jetzt was verwechselt? Für Gegenstände. Genau. Ich kenne die noch mit für Eier. Das ist auch cool. Naja, ja, der Musik dann den Kopf hoch mit Film. Sieht richtig toll aus. Ja, ganz schöne Muster. Das ist schon eine Kunst, ne? Also. Ja, Schmuck. Ja, sieht toll aus. Das ist einfach. Sieht wirklich klasse aus. Wie lange sitzt ihr jetzt schon hier? Nicht lange. Also bei mir ging es ganz schnell, aber bei dir 10 Minuten. Das ist ein bisschen mehr. Eine Stunde. Aber das merkst du nicht. Du verlierst das Zeitgefühl. Echt? Ich finde es auch sehr angenehm, so die kalte Paste so darüber. Schön das kühl. Das ist wie bei der Maniküre so. Also noch der Erholungseffekt sozusagen. Ja. Super. Wer sich natürlich nicht entspannen kann. Dabei ist wieder ein Problem. Nee, mir ist alles okay. Ich also bei mir ist alles in Ordnung. Sie haben Zeit mit dem Atem. Tiefen Entspannung. Ich habe ja auch irgendwas in Form. Im Prinzip ja. So, jetzt sind wir hier bei einem Schokoklunker, heißt der. Sieht alles aus wie echtes aus Gummi. Echt lecker zum Anbeißen, genau. Jetzt ist mein Akku gleich leer. Na toll. Sieht super lecker aus. Unglaublich, ist alles aus Gummi. Sieht echt genial aus. Das war eine ganz andere Variante. Guck mal hier, Käse mit Weintrauben. Ist ja cool. Das ist mal eine Idee. Richtig schöne Sachen. Toffifee. Super lecker. Die Kleinen, die kennt ihr sicherlich auch. Ich kenne die auch.
Hause. Nee, mit hier gibt es eine schöne Sache. Noch ein Käffchen, ne? Ja. Wir kriegen jetzt zu viel vom Käffchen. Nehmen Sie mit nach Hause, um sie zu tragen. Ja, jeder hat einen Haus. War nicht so letztes Jahr, aber wir sind zufrieden jetzt, oder? Ja. Von der Ausbildung. So, es war übersichtlich. Wer war noch hier? Mein schönes Tattoo.